Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Europe Universals EU4. Mit mir zusammen Malte, mit Brandenburg, mit Kurfürst Friedrich dem Zweiten von Hohenzollern, mittlerweile 31 Jahre alt. Und ja, wir sind wieder zurück. Puh, Junge, Junge, Junge. Also, das war tatsächlich eine ziemlich actionreiche erste Folge gewesen. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beklagen gehen. Ja, nachdem wir uns hier gerade so ein bisschen zurechtgefunden haben, kam der Deutsche Orden an und hat uns einfach mal die Neumark und Dramburg, die beiden Provinzen, jo, ganz, ganz klassisch zum Verkauf angeboten. Da haben wir natürlich nicht lange gefackelt, haben sofort zugeschlagen. 100 Taler am Ende bezahlt. Wir gucken mal ganz kurz drauf, haben jetzt drei Kredite offen, A 38. Das heißt also, ja, irgendwie so 116, kann das sein? Offen? Ne, 100. Malte, Mathe. 116. Ne, 106 plus 8 sind 114. Ja, 114 haben wir offen. Genau, also ein bisschen tatsächlich eine kleine Rechnung offen. Wir können auch mal ein paar Tage weitergehen. Wir kriegen nämlich jetzt noch ein paar Einheiten dazu. Plus noch Eroberungskriegsgründe, die wir das letzte Mal bekommen haben. Aufgrund von einer Mission jetzt tatsächlich hier alles so rund hier um Pommern drumherum. Also, ja, Stettin und Wolgas tatsächlich, die beiden Staaten jetzt, die so langsam aber sicher in unsere Fähre hier reinrauschen. Wir schauen mal ganz kurz weiter. Ja, 12 Einheitenlimit bleibt tatsächlich dabei bestehen. Das heißt, die versuchen wir jetzt gerade noch voll zu machen. Also einmal bitte rüber marschieren, dass wir tatsächlich jetzt hier auch unsere Einheit passend zusammenkriegen. Derweil kriegen wir noch ein Angebot aus Österreich, nämlich ein Angebot für die Staatsehe. Ja, auch das nehmen wir natürlich an. Wir gucken mal ganz kurz drauf. Haben wir ein paar Verbündete letztes Mal auch geholt. Also Sachsen ist jetzt tatsächlich unser Verbündeter mit Juniorpartner Thüringen quasi im Hintergrund. Dazu noch Österreich, die wir also auch als Bündnispartner hier haben. Das sind, denke ich, schon mal zwei doch recht gewichtige Kräfte. Ja, wir haben insgesamt noch eine zwei diplomatische Beziehungen haben wir sogar noch frei. Das heißt, da muss man mal schauen. Ich hätte ganz gerne vielleicht einen Vasallen, wenn es gehen würde. Und dazu dann vielleicht noch einen Partner ein bisschen weiter westlich. Das wäre so die Idealvorstellung, zumindest für meinen Geschmack. So, in 13 Tagen kommt jetzt noch die letzte Reitereinheit an. Da kümmern wir uns gleich drum. Wir haben jetzt erstmal noch, genau, Spionagenetzwerk in Magdeburg, was aufgebaut wird. Ich bin am überlegen, ob wir vielleicht versuchen sollten, irgendwie Anhalt als Vasallen zu gewinnen. Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Mal schauen, vielleicht geht das ja. Mal kurz geguckt, Einfluss nach Vasallschaft anbieten. Ja, Mitglied des Reiches, das droht natürlich immer ein bisschen reinzuknallen. Gut, klar, wir könnten noch ein paar Beziehungen Vertrauen aufbinden, wir haben vor allem viel zu niedrige Grundsteuer, also das macht noch keinen Sinn, wir sind dafür noch zu schwach. Nee, das bringt noch nichts, das ist tatsächlich noch zu früh. Das heißt, ich kann mich besser darauf verlassen, lieber nochmal einen weiteren Verbündeten einfach dazu zu gewinnen, dann haben wir da mal wenigstens ein bisschen Ruhe. So, weiterer Verbündeter ist ein gutes Stichwort, wen holt man sich denn jetzt noch? Ich hätte, wie gesagt, ganz gerne ein bisschen weiter was Westliches gehabt, jetzt müssen wir nur schauen. Von der Größe her, was kommt denn da in Frage? Noch was Innerdeutsches vielleicht? Hessen? Ja gut, so nah dran an Sachsen, da könnte man wieder in Stress mit geraten. Die Pfalz wäre vielleicht eine Idee, wenn, ja, wir sind mit Österreich verbündet auch. Ja, vielleicht sich tatsächlich da noch einen Kurfürsten als Verbündeten zu angeln, das ist, denke ich, nicht verkehrt. Das könnte tatsächlich funktionieren. Ja komm, wir werden mal nachfragen, wie es aus, ein Bündnis würdet ihr wohl haben wollen. Ludwig der Vierte von Wittelsbach ist hier tatsächlich auf dem Throne. Das heißt also hier Staatsehen dementsprechend auch möglich, sobald halt, ja, die werden es wahrscheinlich sowieso uns wieder zuschicken, ich kenne das da ja. Genau, sehr schön, das lief doch schon mal soweit ganz gut an. Ja, dann jetzt als nächstes der Blick, wie gesagt, auf unsere letzte Kavallerieeinheit, die jetzt noch ankommen muss. Zack, da ist auch schon das Staatsehenangebot, so, damit haben wir da tatsächlich ordentlich Staatsehen. Wir können mal ganz kurz schauen, hier zack, unser diplomatisches Übersichtsfenster, also Bündnis mit Österreich, Pfalz und Sachsen und dazu halt dann noch, weil sie jeweils drei, also hier ist eine Staatsehe, insgesamt dann drei Staatsehen. Sorgt dafür, wenn ich jetzt mich nicht ganz irren sollte, na, darf ich? Okay, hier ist jetzt falsch, hier, genau, tatsächlich Anzahl von Staatsehen gibt einen Modifikator von plus 10%, dass wir tatsächlich einen Nachfolger kriegen, also dementsprechend immer wieder so diese Nachfolgergeschichte, das geht so mal ganz gut auf an und für sich. So, haben wir jetzt insgesamt also noch einen Verdienst von 0,6 am Ende. Ja, wir zahlen natürlich jetzt mittlerweile auch ein paar Zinsen. 0,37 pro Monat, tatsächlich reine Zinszahlung, die wir noch leisten müssen. Das heißt, wenn ich jetzt Pech habe, stimmt, da habe ich gar nicht gedacht, kommt natürlich ja noch die Kavallerie dazu. 0,04. Oha. Das ist ein wenig dünn, was wir jetzt noch hier haben. Aber naja, was willst du machen? So, ich wollte die Einheiten zusammenfassen, wenn es geht. Dankeschön. Und wir haben eine Mission abgeschlossen. Mal gucken, was für eine Mission haben wir. Armee am Truppenlimit.
Jedes wachsende Land muss eine angemessen große Armee unterhalten und durch den Ausbau unserer Truppen können wir so unsere politischen Interessen im Ausland fördern, als auch unsere Binnenwirtschaft beleben. Ja, tatsächlich, Rüstungsindustrie, Freunde, ihr wisst ja, ich bin auch ein bisschen im wirtschaftlichen Bereich immer mal wieder unterwegs. Rüstungsindustrie, ihr glaubt gar nicht, wenn ihnen ein großes Rüstungsprojekt ansteht, damit könnt ihr jede wirtschaftliche Krise eigentlich überwinden gehen. Rüsten ist nicht das Allerheilmittel, das schafft vor allem Ausland immer ein bisschen Misstrauen, aber es ist tatsächlich für die Binnenwirtschaft nicht schlecht. So, gucken wir mal ganz kurz, wir haben dementsprechend jetzt Moral plus 5% und minus 5% Armeeunterhalt für die nächsten 25 Jahre durch die blühende Rüstungsindustrie. Das wiederum heißt jetzt tatsächlich ein bisschen besseren Plus. Ihr habt 0,22, das wir jetzt haben, sehr schön. Das heißt, als nächstes wäre erweitert das Reich, Gesamtentwicklung von mindestens 50, die wir jetzt hier haben müssten dafür, für die nächste Mission. Aber das läuft ja schon mal ganz gut. So, das heißt, wir haben jetzt insgesamt 12.000 Einheiten. So, als nächstes brauchen wir, ja gut, halt erstmal einen Anspruch hier vorne. Wir haben zwar Ansprüche auf die Provinzen, aber gegen Litauen möchte ich ungern in den Krieg ziehen. Und auch gegen Dänemark, Braunschweig, Mecklenburg zusammen ist auch schwierig. Ja, Verden und Wolgast, das könnte halt auch gehen. Aber ich glaube, da hinten in der Ecke habe ich dann Anspruch. Nee, ich habe tatsächlich ja. Nee, da habe ich nur die. Na, wie ist es noch? Die Rivalität, genau, die mich da irgendwie schützen wird. Gut, das heißt also, wir können jetzt tatsächlich erstmal nichts machen, außer zu warten, dass unser Spion da vorne fertig wird. Und parallel vielleicht mal einen Kredit zu decken. Müssen wir mal schauen. So. Ereignis. Königreich Italien und das Kaiserreich. Seit Jahren schwindet die kaiserliche Kontrolle über das Königreich Italien. Aufeinanderfolgende Kaiser haben es versäumt, die italienischen Staaten ihren Willen aufzuzwingen und haben dieser mittlerweile damit begonnen, die kaiserlichen Gesetze und Gepflogenheiten völlig zu missachten. Wenn die eigensinnigen Nationen Norditaliens nicht bald fest im Griff sind, könnte Italien für immer aus der kaiserlichen Kontrolle geraten. Ja, genau, also das Schattenreich, was da jetzt quasi auf einen zukommt. Ich muss ganz gucken, die Karte, da müsste eigentlich noch ein paar Symbole her. Erstmal das Kaiserreich brauche ich hier nochmal als zusätzliches Symbol. Wobei das tatsächlich schlecht gelegt ist, das sollte ich hier hinlegen, genau, hier in das Kaiserreich. So, dann kann ich hier eben einmal schnell umschalten hier. Also, ja, die ganzen italienischen Provinzen, das heißt, sie gehen mal davon aus, so ungefähr hier die ganze norditalienische Ecke, die da tatsächlich außer Kontrolle geraten könnte. Gut, das ist nicht unser Problem, das ist das österreichische Problem, zumindest so lange, wie sie uns nicht zum Krieg hinzurufen, ist es nicht unser Problem. Genau, ansonsten sieht das erstmal soweit ganz gut aus. Ein bisschen Geld machen, Rekrutenreserve müssen wir auch noch gucken, dass die natürlich jetzt ein bisschen daherkommt. Klar, das Aufrüsten hat natürlich ein bisschen an der Rekrutenreserve genagt. Dementsprechend kann man hier tatsächlich gucken, dass wir noch ein bisschen vorankommen. Ein paar Gelder machen und ja, jetzt hier erstmal den Diplomaten soweit hier kriegen. Ach, die Herrschaft der Hohenzollern in Brandenburg. Als die Hohenzollern 1411 die Mark Brandenburg erwarben, blickte der Staat auf eine lange Geschichte der äußerst lockeren Herrschaft unter Wittelsbachern und Lehnsherren aus Luxemburg. Der ansässige Adel und Klerus sowie die Stadträte hatten sich daran gewöhnt, sich selbst überlassen zu sein. Raubritter und Gesetzlosigkeit in weiten Teilen des Reiches waren verbreitet. Unsere Dynastie hatte einige Folge daran, die Macht des Adels und der Bürger einzudämmen, wobei oft ihre Festung in Trümmer gelegt wurde. Wir sind jedoch weiterhin alles andere als die unumstrittenen Herrscher dieser Lande. Seit einiger Zeit scheint selbst der Klerus, der in allen Teilen unserer Verwaltung vertreten ist, gegen uns zu arbeiten. Wenn wir vermeiden wollen, lediglich eine weitere vorübergehende Szene in der Region zu werden, müssen wir unsere Autorität mit Hadern durchsetzen und einen Regierungsapparat aufbauen, dem wir vertrauen können. Wir müssen unsere eigene Regierungsinstitution aufbauen. Verlieren wir administrative Macht, gibt einen Unruhen, gibt minus Autonomie monatlich. Der Klerus verliert 10 Einfluss, dann ist er nur noch bei 5. Und der Verglius verliert minus ein Land. Oder wir halten ein Korruption, 10 Loyalität kriegen wir vom Kleos und sie halten 1% Land. Ja, opfern wir tatsächlich hier mal ein bisschen administrative Macht. So, also tatsächlich, wir bauen uns einen loyalen Regierungsapparat raus. So, und hier, Wladislav III., ein örtlicher Adeliger, ist jetzt tatsächlich also der neue Herrscher. August II. Safia. 554, Anspruch stark. Junge, Junge, Junge. Litauen und Polen gehen tatsächlich also getrennte Wege. Interessant, das habe ich tatsächlich auch nicht so häufig. Also normalerweise ist es ja so, wenn du hier jetzt einen Jagiellon auf den Thron lässt, bei den Polen, dann sind tatsächlich Polen und Litauen hier auf dem gemeinsamen Weg. Und dann hat man tatsächlich in diesem Spielstand einen ziemlich starken Gegner immer mit Polen und Litauen, wenn die dann zusammen sich rotten, als quasi das Commonwealth. Das ist so, nicht so geil. Aber tatsächlich, wir haben ein Spielstand erwischt, wo sie tatsächlich mal getrennte Wege gehen. Das wiederum ist gut für uns. Wir kriegen es einfach auf den Sack. Und ist tatsächlich auch gut für Russland. Russland hat ja auch immer Stress mit dieser Ecke da vorne. Heißt, wir und die Russen, das ist schon mal ein ganz gutes Pärchen hier. Gut, okay, dann haben wir jetzt erstmal soweit hier noch umkämpfte Nachfolger. Natürlich in einigen Staaten, aber alles, denke ich, noch im Bereich des Machbaren. Ja, ich würde mal sagen, machen wir erstmal weiter. Wir gucken mal ganz kurz, braucht der Spion, bis er da hinten dann vernünftig Anspruch fingieren kann. Garantie programmieren, nee, ich brauche den Anspruch. Ich brauche 26.
Insgesamt 26, genau. Gut, alles klar. Das heißt noch ein paar Monate, bis wir das hinkriegen. So, Grenzdisput. Der Mangel an guten Karten oder Werkzeugen zur Erstellung genauer Karten hat unsere Sache in der Grenzregion von Mecklenburg geholfen. Unsere Lokalverwaltung konnte bestimmte Unklarheiten nutzen, um überzeugende Argumente zu formulieren, dass Wismar eigentlich Brandenburg und nicht Mecklenburg gehören sollte. Sollen wir für den Anspruch Beziehungen besser aufgeben? Wir bestehen drauf, minus 30 Beziehung mit Mecklenburg oder verlieren 5 Prestige. Ach gut, Mecklenburg, mein Gott, jetzt und so oder so. Ob wir da nun so oder so halt Stress mit haben, egal. Aufstieg des Klerus. Die Macht des Klerus beruhte noch nie auf dem Staat selbst. Vielmehr gewährt der Klerus aufgrund seiner Verbindung zur geistigen Welt in vielerlei Hinsicht dem Kurfürst Legitimität. Eine Kombination aus geschickten machtpolitischen Manövern wahrgenommen, schlechten Omen und großzügigen Spenden von unseren Untertanen haben die Macht letzte Zeit zementiert. 10 Einfluss erlangt. Oha, gut, dass ich tatsächlich den Macht des Klerus letztens noch ein bisschen beschnitten habe. So geht das schon ein bisschen besser vonstatten. Gut, jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Bleiben wir bei Magdeburg? Magdeburg war ja nur verbündet. Ah, sind es auch verbündet mit Sachsen. Ah, nee, das geht dann nicht mehr. Ja, da muss es doch Mecklenburg werden. Wolgast, Pferden, das sind tatsächlich die Gegner. Ja, jetzt hier natürlich interessant zu wissen, wie viele Einheiten haben denn die guten Kollegen. Zeit für einen Blick in die Statistik. Armeestatistik. So, und ich brauche einmal die Informationen. Hier sind übrigens wir schon zu finden mit 12 Einheiten. So, suche ich jetzt Wolgast und Pferden. Das sind die beiden, die ich noch brauche. Wolgast und Pferden. Wolgast. Wolgast, ja, Wolgast. Wolgast kommt mit 4000. Das ist Bremen. Pferden, da 3000. Also 7000 kommen die beiden Verbündeten. 10.000 kommen die. 10.000. Wir sind deutlich mächtiger, sag ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, wir können tatsächlich zur Eroberung ansetzen. Wir kriegen noch dazu, weil. Ah, okay. Also Österreich kriegt man nicht zu einem Krieg, solange die. Ah, okay. Das ist mir tatsächlich neu. Wusste ich gar nicht. Die kriegt man keinen Krieg dazu, solange es innerhalb des Reiches ist und sie Kaiser sind. Schlechter Verbündeter. Naja, okay, gut. Zumindest in der Defense sind die gute Verbündete, aber für die Offense nicht so zu gebrauchen. Heißt, wenn ich jetzt die Pfalz und die Sachsen mit reinrufe, dann sind wir auf jeden Fall eigentlich zahlenmäßig locker überlegen. Ja, dann würde ich sagen, Abmarsch, ne? Zack, Zeit für unseren ersten Krieg. So, dann brauche ich noch einen neuen Anführer. Okay, 50 militärische Macht, die werde ich aber noch übrig haben. Joachim Ernst von Derfliger. Der also jetzt unser neuer Kollege ist. 4 Punkte für Nahkampf, das ist auch schon nicht verkehrt. Also der Generalissimo, den wir jetzt für die Armee bestimmt haben. 50 militärische Macht, wie sehr hat es gekostet? Das ist schon nicht so verkehrt. So, jetzt ist nur die Frage, hier Rostock, muss ich ein bisschen aufpassen, irgendwelche Seeübergänge? Nein, das sieht gut aus. Das heißt, da kann ich tatsächlich einfach quasi so einmarschieren. So, dann marschieren wir los. Und da muss ich mal kurz schauen, dass ich vielleicht, ja genau, also wir werden erstmal gucken, dass wir gesamt Mecklenburg selber besetzen gehen. So, zack. Und Wismar. Genau, dass wir erstmal die Ecken hier selber im Griff kriegen. So, jetzt ein bisschen langsamer, weil jetzt muss ich ja gucken, was passiert. So, die Sachsen setzen sich mit den Jungs aus Wolgast auseinander. So, zack, sehr gut. So, da können sie jetzt unseren Support gebrauchen. Das heißt also, bis auf eine Einheit mal eben kurz rüber. So, komm, schafft ihr es noch? Ich hoffe doch. Ja, sehr schön. So, Schlacht gewonnen. So, dann einmal rüber. Hier, das Territorium ist auch schon besetzt. Dann einmal nach Rostock mit euch. So, Neubrandenburg ist auch besetzt. Sehr schön. Dann können wir jetzt schon mal erstmal die Armee wieder vereinigen. Das ist schon mal so wichtig. So, dann haben wir jetzt hier gerade einen neuen Kredit aufgenommen, oder? Ne, wir haben tatsächlich einfach nur Minus gerade. Gut, Frage ist jetzt Kriegssteuern erheben? Ja, nein. Wie viel kostet mich das? Monatlich 2. Monatlich 2. Warum nicht, ne? 15% Armeeunterhalt. Das kann jetzt mal nicht schaden. Genau. Habe ich doch jetzt gemacht, oder? Ja, habe ich jetzt bestätigt. Genau, Kriegssteuern. Sehr schön. Ja, genau, passt soweit. Top. Dann also einmal wieder alles hier unter unserer Herrschaft vereinen.
Zack. Und dann kann es jetzt erstmal weitergehen mit der Belagerung. So, mein Ziel ist auf jeden Fall, wir werden versuchen, wir können es natürlich nicht alles nehmen, weil das gibt zu viel aggressive Expansion. Aber ich werde gucken, dass ich versuche, mir erstmal hier Mecklenburg zu eigen zu machen. Wolgas wiederum, denke ich, bleibt erstmal gedanklich so ein bisschen draußen, obwohl wir dahin natürlich auch ein paar Ansprüche haben, ne? Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Na gut, aber machen wir erstmal. Gucken wir erstmal, was wir die Stadt soll besetzt kriegen. Weil hier irgendwas zu besetzen, ist ja auch erstmal noch so ein Akt für sich. So, gucken, da kommen jetzt nochmal sehr schön Mauern durchbrochen. Ein paar Einheiten hier, aber die sind auch soweit besiegt worden. So, dann schauen wir jetzt, dass wir tatsächlich einfach ein bisschen vorankommen. Ja, da hinten kommen sie jetzt mit ihren kleinen Einheiten, versuchen noch ein bisschen was zu besetzen. Aber sobald wir jetzt hier eigentlich das grobe Zeug durch haben, müsste das passen. Schauen wir mal ganz kurz, also die anderen Jungs sind noch hochmotiviert, nur Mecklenburg jetzt so semi. Die ersten paar Schlachten haben wir alle gewonnen. So, keine Ahnung, wo die jetzt hinmarschieren. Okay, Neumarkt haben sie besetzt. Das müssen wir dann noch bei Zeiten befreien. So, minus 7. Und naiver Verwandter. Ein nahes Mitglied der Familie unseres Herrschers war sehr naiv und enthält fremd öffentlich wichtige Informationen. Das ist eigentlich Hochverrat. Aber ein Familie, Mitglied der Königsfamilie zu exekutieren, das kann die Gesellschaft in Aufruf setzen. 10 Prestige oder minus Spionageabwehr. Dann verlieren wir mal 20 Jahre lang. Boah, nee. Dann verlieren wir nochmal lieber 10 Prestige. 20 Jahre lang ist mir doch ein bisschen zu krass. So, wie sieht's aus hier? 28%, da muss ich ein bisschen aufpassen, nicht, dass da gleich irgendwie Separatfrieden oder so ein Shit geschlossen wird. So, ein bisschen langsamer jetzt hier. Gut. Zack, wir haben Rostock schon mal besetzt, das ist schon mal gut. So, damit ist die Geschichte durch. Jetzt wir erstmal Richtung Neumark und Neumark befreien gehen. So, Wolgas ist besetzt. Sagen sie mir, ach so, die haben es sogar direkt überlassen. Sehr schön, besetzt durch Brandenburg hier. Das finde ich natürlich sehr nett. Ja, dann ist jetzt die große Preisfrage, Wolgas. Muss ich mal schauen, wie das ist mit den aggressiven Expansionen. Das werden wir gleich uns mal ganz kurz eben angucken gehen. So, derweil sollen die nochmal eben kurz noch Ferl aushebeln gehen. So, wir marschieren nochmal weiter. Den Krieg scheinbar auf jeden Fall in aller Ruhe zu gewinnen. Da muss man sich denke ich, keinen Stress machen. Aber tatsächlich die mecklenburgischen Eroberungen, das könnte soweit funktionieren, wie ich mir das vorstelle. So, Stolp besetzt. Ich warte jetzt nur darauf, wie gesagt, mit Pferden gleich einen Separatfrieden schließen kann. Zack, das passt. So, Pferden Separatfrieden aufzwingen gehen. So, was möchten wir denn haben? Vertragsbrüche hier in der Ecke. Ah, vielleicht mit Braunschweig, aber das ist auch nicht so relevant. Nee, bleiben wie sie sind. Die zahlen einfach halt so viel Geld, wie es geht. Dann passt es. Da bin ich ein bisschen nachsichtig. Ich brauche noch alles andere. Brauche ich noch an anderen Stellen. Genau, kein Grund für irgendwelche aggressiven Expansionen. Dementsprechend einfach hier 25... Kostet mich das. So, war ein großzügiges Friedensangebot, hat so ein bisschen Geld gebracht. Wichtiger ist, was jetzt hier passiert. So, die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt hier... Achso, ich brauche einen Tag hier erstmal wieder, bis ich meine Diplomaten habe. So. Wenn ich jetzt hier anfange, rum zu annektieren. Geht das nicht, weil das zur kompletten Annexion führen würde? Das passt noch nicht, weil ich dafür noch zu viel Kriegsstand habe, aber... Grundsätzlich aggressive Expansion wird das geben. Das bringt mir 18 aggressive Expansion. Ich muss kurz überlegen, 18 ist glaube ich noch im Bereich des Machbaren. Muss ich überlegen, war die aggressive Expansion denn gehabt? Diplomatie, ne? Aggressive Expansion dann zu finden? I don't know. Schwierig, ich überlege jetzt gerade, ob ich mir halt noch Stolp gönnen kann. Weil dann hätte ich nochmal die Verbindung hier nochmal zum Deutschen Orden, für den Fall, dass wir hier in Ostpreußen nochmal einziehen wollen. Und wir haben halt in Stolp auch einen provinziellen Anspruch. Einen dauerhaften Anspruch auf die Provinz. Das kann halt schon nicht so verkehrt sein. Wir nehmen mal Stolp und überlegen uns dann, was wir mit dem Rest gleich machen. So, und jetzt brauche ich noch was für die Staatskasse.
Das ist 5,5 aggressive Expansion. So, und dann hier. Na, Sekunde. So viel sind sie gewillt anzunehmen. Also wenn ich Stolp mache, okay, alles klar. Das ist 53 Taler plus Stolp. So, dann haben wir das. So, dann haben wir jetzt hier Unruhen. Da muss ich noch eine territoriale Kernprovinz draus machen, klar. Und hier erstmal die Autonomie erhöhen, damit wir keine Unruhen haben. Oder weniger Unruhen. So, und dann bleibt nur noch Mecklenburg. Und da ist jetzt dann die große Preisfrage, gibt das dann irgendwie Stress? Da brauche ich erstmal wieder meinen Botschafter. So, okay. Schwierige Frage, Freunde. Passt das jetzt, wenn ich hier jetzt alles nehme? Das gibt eine Koalition von Stettin, Wolgast, Lübeck, Magdeburg. Das ist also nur das Naheliegende. Also wenn wir uns danach voll zurückhalten, könnte das passen. Das ist aber schon mit viel Risiko verbunden für den Start. Oh. Aber es würde mich halt schon echt krass voranbringen. Machen oder nicht machen? Das ist jetzt hier die Frage. Eigentlich geht das. Das sind Staaten, mit denen komme ich klar. Mecklenburg fällt ja raus, sind ja tot. Das sind Stettin, Wolgast, Lübeck, Magdeburg. Das sind alle Staaten, die man zwei schlagen kann. Wolgast geht sowieso nicht, die sind auch raus. Die habe ich jetzt gerade besiegt. Stettin, Lübeck, Magdeburg. Komm, es ist gerade so im Bereich des Machbaren. So, okay, jetzt haben wir eine steigende Korruption, wenn die nicht kontrolliert wird. Das heißt, ich muss jetzt mal die Inflation senken, Fragezeichen. Schauen wir uns gleich mal durch. Erstmal ganz kurz die Kernprovinzen. So, mal überlegen. So, zwei Kernprovinzen kann ich machen. Neubrandenburg, dafür reicht es noch nicht. Das heißt, jetzt erstmal hier Autonomie festlegen, sodass erstmal ein bisschen Ruhe im Bums herrscht. So, umkämpfte Nachfolge sehen wir nicht, das sehen wir nicht, das ist die Korruption. Das heißt, wo kommt die her? Die kommt. Kriegsmüdigkeit oder wo kommt die? Gute Frage eigentlich. Wo kommt denn der Korruptionswert her? Hier, da oben, stimmt. Da durch Überdehnung. Ja gut, okay, das kriegen wir ja. Das kriegen wir hin. Das ist ja bald weg, die Überdehnung. So, Unruhen, okay. Wir haben mordliche Soldaten minus. Das kriegen wir auch gleich raus, sobald wir da nicht mehr stehen. Da haben wir jetzt nur einen Rivalen zu wenig. Ja, dann wird unser Nivoy-Rival jetzt Magdeburg auch officially werden. Da war ja sowieso noch ein Ding, wo ich hin wollte. Aber das geht erstmal so schnell nicht. Aber damit, Freunde, haben wir auf jeden Fall schon mal richtig was erreicht. So, jetzt bitte nur nicht 10.000 Koalitionsbildung gegen mich. Aber das sieht doch erstmal ganz gut aus. So, jetzt mal kurz gefragt. Wir haben unter minus 0,26. Ich kann jetzt mal im Darlehen tilgen gehen. So, 1... 2 Darlehen, 3 Darlehen. Erstmal die gesamten Darlehens raus und jetzt haben wir tatsächlich plus 0,11 plus. Also das heißt, das passt soweit. So, die Jungs kommen jetzt nach Berlin. So, dann würde mich jetzt hier direkt schon mal interessieren. Handel, Diplomatie. Ich brauche als nächstes nochmal hier noch eine Karte, nämlich die Nachschubkarte. Militärischer Zugang, nee, Koalition. Gab doch irgendwie auch dafür eine Karte. Entwicklung. War es Entwicklung gewesen? Technologiekarte brauche ich auch nochmal. Versorgungslimitkarte, genau, hier ist sie. So, das Versorgungslimit und die Technologiekarte brauche ich auch nochmal. Wo man die jetzt hier war. Genau, dass ich das auch nicht vergesse. Jo, dann passt das soweit. Gut, okay, Versorgungslimitkarte, wir gucken mal ganz kurz hin. Also so 17 Versorgungslimit ist hier tatsächlich schon angesagt. An der Küste noch ein bisschen mehr. Ah, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. So, armeemäßig sind wir bei 12 von 13. Also einen haben wir sogar noch an maximalen Armeekapazität hinzugefügt. Das ist echt nicht so verkehrt. So, schauen wir mal auf Diplomatie. Sieht das jetzt hier? Nee, das war doch nicht Diplomatie. Wo waren das gewesen mit der aggressiven Expansion? Dann brauche ich Diplomatiekarte by way überhaupt nicht. Das ist ja völlig useless. Streichen. Wo waren das gewesen? Politisch Kaiserreich. Unruhen. Rebelltypen, Dynastien, militärischer Zugang, Meinung. Ja, hier war das mit aggressiver Expansion, richtig.
Also hier, wenn man sich so einen neutralen Start schnappt, dann sieht man das. Wir sind jetzt bei 46 aggressiver Expansion gelandet. Also das ist auch das absolute Maximum, was man haben darf. Da ist eigentlich schon echt kritisch. Also das kriegen wir jetzt auch die nächsten paar Jahre nicht so einfach bewältigt, aber wir haben es zumindest geschafft. Dadurch, dass wir das jetzt erstmal ein bisschen vom Fenster weg haben, 81 brauchen wir, by the way, noch. Dadurch, dass uns jetzt erstmal keiner in den Kragen springt, haben wir tatsächlich auch geschafft, jetzt hier direkt mit Mecklenburg und Stolp schon ein bisschen was einzunehmen. Hier eine Grenze zu sichern, schon mal Richtung Deutscher Orden. Für den Fall der Fälle. Und auf jeden Fall auch hier, wie ihr sehen könnt, einfach die Provinzen sind schon ein bisschen abgegliedert. Das heißt also, mein persönlicher Plan war es jetzt dann auf Dauer auch noch natürlich Stettin und hier die Wolgast-Ecke zu holen. Da haben wir sowieso einen dauerhaften Anspruch in der Ecke drauf. Das heißt also, wenn wir es irgendwie schaffen, dann müssen wir auch das hier noch beiseite schieben. Dann haben wir tatsächlich hier schon einen dicken, fetten Ostseestaat stehen. Für unsere Verhältnisse. Das wäre schon nicht verkehrt. So, jetzt hier brauche ich nochmal eben kurz einen Anspruch fingieren. So, zack. Genau, da haben wir einen Anspruch jetzt nun. Sehr gut, dann können wir Spionagenetzwerk hier auch schon mal beenden gehen. Mehr brauchen wir auch nicht. Haben wir schon mindestens erstmal einen Anspruch. Ja, und jetzt haben wir erstmal, glaube ich, nichts mehr zu tun, bis wir jetzt hier dann das Maß der Überdehnung gleich noch verringern können, indem wir hier noch was für Administrative machen. Der große Goldmangel. Wir zahlen oft in Gold, um Seide, Alaun, Gewürze und Perlen aus dem Osten einzuführen. Da der Handel zwischen Ost und West immer geschäftiger wird, wird das Golddefizit in Europa immer offensichtlicher. Gold ist in unserer Welt immer seltener Gut geworden. Doch die Nachfrage nach diesem Luxusgut ist nicht zurückgegangen. Wenn wir Zugang zu einer Goldquelle außerhalb Europas bekämen, könnten wir diesen Goldhunger ein Ende setzen. Ah ja. Erste Christi, ich mache dir eine Goldquelle, sich außerhalb von Europas zieht, wir großen Nutzen davon haben. Wünsche dann denjenigen viel Spaß. So, Beziehungsverbesserung mit Polen ist durch. Das heißt, wenn wir den Kollegen abberufen gehen. So, die polnische Kollegenschaft ist jetzt tatsächlich auch ready für ein Bündnis. So, dann haben wir jetzt hier 4 von 4 Bündnissystemen bestehen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt tatsächlich, also da ist unseren letzten Verbündeten. Da brauche ich jetzt dann eigentlich nur eine Staatsehe, die eben fix reinflattert. Dankeschön. Und dann können wir jetzt hier letzte Kernprovinz fertig machen. Und dann passt das soweit. Sehr, 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 sehr schön. Also damit würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft. Der erste Krieg ist durch. Wir konnten uns tatsächlich also in diesem Krieg hier 4 Provinzen nehmen, damit unsere Ausbeute hier schon reichlich vergrößern. Also brandenburgisches Territorium schon mal reichhaltig verschieben. Wir konnten also Wismar einnehmen, Rostock, Neubrandenburg und Stolp. Ja, und wie gesagt, damit sind wir jetzt dann gut, okay, nächsten paar Monate müssen noch ein bisschen die Füße stillhalten. Ich denke mal, nächste Folge wird jetzt nicht noch direkt instant der nächste Krieg nachgesetzt, aber ja, sitzen auf jeden Fall relativ gut im Boot. Müssen wir mal schauen, wie das hier so weitergeht, aber das sieht auch erstmal soweit gar nicht mal so schlecht aus. Sobald ich auch sicher bin, dass es keinen mehr Angriff, werde ich wahrscheinlich mal kurz eine Armee soll und vielleicht auch Fest, na gut, Festung haben wir noch eine, aber der Armee soll vielleicht mal runterfahren, dass wir da auch noch ein bisschen Geld machen können, noch ein bisschen mehr profitieren von. Und ja. Ich denke mal, dann auf Dauer, wie gesagt, also erstes großes Ziel, so ein bisschen auch hier mit wirklich dicke Ostseestaat zu werden. Gut, das war's von meiner Seite aus für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich, Rosenboy, fürs Zusehen. Wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag zur nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf eure Feedback und eure Kommentare. Ich werde mir das dann alles nochmal reinziehen, durchlesen und mal gucken, was ihr dann so zu berichten habt. Ja, und alles Weitere sehen wir dann. Bis dann, euch einen schönen Tag. Halt die Ohren steif, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 € geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.